Wir kennen das alle und es passiert jeden Tag. Und sitzt ein Patient gegenüber, der eigentlich dringend etwas an seinen Verhaltensweisen ändern sollte, aber aus irgendwelchen Gründen fällt es ihm schwer. Und ob und wann Menschen etwas verändern, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und einer dieser Faktoren ist, wie wir als Gesprächspartner mit diesem Thema umgehen. Gelingt es uns, das Thema so anzusprechen, dass wir zu einer Erhöhung der Motivation für eine Veränderung beitragen können? Oder trägt unser Gesprächsstil eher dazu bei, dass sich eben nichts verändert oder dass es sogar noch schlechter wird? Miller und Rollnick, die Entwickler der motivierenden Gesprächsführung, schlagen ein Gedankenexperiment vor, eine Vorgehensweise mit bestimmten Fragen, mit denen man schon mal ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen kann auf Motivational Interviewing auf MI. Einfach mal ein Experiment, mal zu gucken, wie es sich so anfühlen könnte, motivierende Gesprächsführung anzuwenden. Wie das geht? Gut, dass Sie fragen. Ganz herzlich willkommen. Falls Sie neu hier sind, ich heiße Christopher Detner und hier dreht sich alles um die Themen Kommunikation und Führungskompetenz im Krankenhaus. Und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie wir als Gesprächspartner dazu beitragen können, dass Patienten, dass Menschen eine Veränderung in Erwägung ziehen. Und wir wollen uns angucken, was dabei hilfreich sein kann und was vielleicht eher nicht so hilfreich ist. Wir schauen uns mal eine Vorgehensweise an, die eher nicht so hilfreich ist. Und dann schauen wir uns an, welche 5 Fragen wir beispielsweise stellen könnten, die tatsächlich andere Menschen dazu anregen können, eine Veränderung in Erwägung zu ziehen. Und um das jetzt etwas deutlicher zu machen, stelle ich Ihnen das Gedankenexperiment von Miller und Rollnick vor. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, sich selbst mal kurz eine kleine Sache zu überlegen, ein kleines Ding, eine kleine Veränderung, die Sie in Ihrem Leben eigentlich machen möchten, eine kleine Veränderung, die Sie sich schon lange vorgenommen haben, aber mit der Sie sich irgendwie bisher noch schwer getan haben. Keine große Sache, keine lebens- und weltverändernde Veränderung, nur eine Kleinigkeit, eine kleine Angewohnheit, die Sie sich abgewöhnen wollten, eine kleine Gewohnheit, die Sie sich angewöhnen wollten, etwas, was Sie sich schon lange vorgenommen haben. Vielleicht hatten Sie sich schon lange vorgenommen, ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Sport zu treiben. Oder regelmäßig Zahnseide zu verwenden. Vielleicht wollten Sie weniger auf Netflix unterwegs sein oder mehr auf die Prüfung lernen, die noch ansteht. Irgendeine kleine Veränderung. Vielleicht ist es irgendein Verhalten, was nicht ganz im Einklang steht mit Ihren eigenen Werten, mit Ihren eigenen Ansprüchen an sich selbst und wo Sie aber trotzdem irgendwie bisher ambivalent gewesen sind, es noch nicht geschafft haben, tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Wovon hängt es jetzt ab, ob und wann Sie diese Veränderung angehen werden? Wenn Sie in einem Gespräch mit anderen sind, zum Beispiel mit einem Arzt oder einem Berater, dann wird dessen Reaktion, dann wird dessen Umgang mit Ihrem kleinen Problem sehr entscheidend dazu beitragen, ob Sie die Veränderung angehen oder ob Sie es bleiben lassen. Okay, aber bleiben wir kurz bei Ihrem, bei unserem kleinen Problem und überlegen wir uns, wie es da wohl wäre, wenn Sie einem guten Freund, einer guten Freundin, einem Bekannten davon erzählen würden, dass Sie das bisher eigentlich wollten, aber noch nicht umgesetzt hatten. Und wir gucken uns mal unseren ersten Bekannten an. Wir erzählen ihm, wir schildern ihm unser Problem und wir schauen mal, wie er darauf reagiert. Unser erster Bekannter, dem wir von unserem kleinen Problem erzählen, der erkennt sofort die Vorteile, die es hätte, wenn wir das jetzt sofort und rasch angehen würden. Er redet ihnen auch sofort vehement zu und erklärt ihnen die vielen Vorteile, die es hätte, wenn sie das jetzt machen würden. Er kennt übrigens auch jemanden, der schon mal vor dem ähnlichen Problem stand. Er selbst hat die Erfahrung auch schon gemacht und er kann uns lauter gute Sachen aufzählen, was anderen schon geholfen hat und was wir jetzt gleich konkret umsetzen könnten. Vielleicht merkt er Ihre Zurückhaltung und dass Sie auch einige Gegenargumente haben, denn schließlich gab es ja bisher auch gute Gründe, warum Sie es nicht umgesetzt haben. Aber sofort fällt ihm ein Gegenargument ein. Er macht Ihre Gegenargumente ganz klein. Er hat viele gute Vorteile, mit denen er Sie immer vehementer von den Vorteilen überzeugen möchte. Alles gut gemeint. Er will uns wirklich helfen. Aber erleben Sie das? Erleben wir das als hilfreich, wenn jemand so versucht, uns zu überzeugen? Die Chancen dafür, so sagen es die wissenschaftlichen Studien, stehen 1:19.
Einer von 20, die auf diese Weise überzeugt werden, werden tatsächlich danach die entsprechende Veränderung auch angehen. Und einer von 19 ist auch gerade genug, damit Ärzte und andere Berater tatsächlich davon ausgehen, dass diese Art der Konfrontation, dass diese Art der gut gemeinten Ratschläge auch tatsächlich zu einer Veränderung führen. Und die anderen 19? Die sind eben nicht motiviert, denen ist nicht zu helfen. In Wirklichkeit sind diese anderen 19 keineswegs unmotiviert, sie sind lediglich ambivalent. Sie haben gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen, aber wenn sie sich in ihrer Autonomie bedroht fühlen, indem sie von außen so viel gute Tipps bekommen, dann trägt das eher dazu bei, dass sie erst einmal davon Abstand nehmen. Schließlich wollen wir selbst bestimmen, was wir tun. Gut möglich, dass wir tatsächlich bei Patienten es auch so erleben, als ob es eine Art der mangelnden Motivation ist. Aber die Studien sagen etwas anderes. Die Reaktion unserer Patienten kann man eher so erklären. Sie fühlen sich eher gereizt und irritiert, weil sie sich nicht wahrgenommen fühlen. Sie fühlen sich vielleicht unwohl und beschämt, weil wir ihnen den Eindruck vermitteln, es sei ja eigentlich so einfach, obwohl sie ja so lange damit hadern. Vielleicht fühlen sie sich passiv und entmutigt, irgendwie unbeteiligt, weil wir sie so überfahren haben und gar nicht darauf eingegangen sind, was eigentlich ihre wahren Gründe sind. Und wenn Menschen sich in dieser Weise unter Druck gesetzt fühlen, dann entscheiden sich viele dafür, erst einmal Abstand zu nehmen, erst einmal nicht weiter darauf einzugehen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollten. Wenn wir also versuchen, Patienten auf diese Weise zu überzeugen, dann erreichen wir ungewollt häufig genau das Gegenteil. Miller und Rollnick haben dafür eine Übung entwickelt, einen Vorschlag, eine Vorgehensweise, mit der man ein bisschen einen Eindruck davon bekommen kann, wie anders solche Gespräche verlaufen können, wenn wir Elemente von motivierender Gesprächsführung, von Motivational Interviewing anwenden. Anstatt dass wir im Gespräch ganz vehement die guten Gründe für eine Veränderung vortragen, geht es in der motivierenden Gesprächsführung eher darum, dass wir so Fragen stellen, dass wir unser Gegenüber zum Nachdenken anregen und ihn dazu bringen, selbst die guten Argumente für die Veränderung zu formulieren. Und wir können damit vielen Diskussionen und vieles, was als Widerstand bezeichnet wird, dem können wir allem aus dem Wege gehen. Ich stelle Ihnen die 5 Fragen vor und wenn Sie mögen, dann können Sie die parallel auf Ihr eigenes kleines Problem anwenden. Oder Sie überlegen sich, wie Ihre Patienten wohl reagieren würden, wenn Sie statt den guten Argumenten eher mit diesen Fragen reagieren. Die erste Frage, die Sie stellen können, das ist die folgende. Warum möchten Sie diese Veränderung vornehmen? Das, was Sie jetzt selbst benennen als gute Argumente oder das, was Sie von Ihren Patienten als Antwort bekommen, das nennen wir in der motivierenden Gesprächsführung Change Talk. Wir haben unseren Gesprächspartner dazu gebracht, dass er selbst gute Argumente für eine Veränderung formuliert. Wir wollen das jetzt nicht kommentieren, wir wollen da nicht drauf eingehen, wir wollen es so stehen lassen und stattdessen unsere zweite Frage stellen. Falls Sie sich für diese Veränderung entscheiden würden, wie würden Sie konkret vorgehen? Was würden Sie konkret machen? Mit dieser zweiten Frage regen wir dazu an, dass unser Gesprächspartner sich Gedanken macht über konkrete Schritte, wie eine Veränderung aussehen könnte. Wir hören uns die möglichen konkreten Schritte an, die unser Gesprächspartner selbst formuliert, und dann stellen wir die dritte Frage. Was sind für Sie die 3 wichtigsten Gründe, das zu tun? Erneut eine Frage, mit der wir evozieren, mit der wir hervorlocken, welche guten Gründe unser Gesprächspartner selbst für die Veränderung findet. Und das Geniale dabei ist, dass nicht wir ständig die guten Argumente aufzählen, sondern dass unser Gesprächspartner es tut. Mit unserer 4. Frage bringen wir einen weiteren Aspekt ins Spiel. Vielleicht kennen Sie die Frage schon aus einem früheren Video hier im Kanal. Wir fragen, wie wichtig ist es Ihnen, diese Veränderung zu machen? Wir regen also unseren Gesprächspartner nochmal an, die Dringlichkeit zu formulieren, noch einmal zu überlegen, wie wichtig, wie gut diese Veränderung wäre. Und wenn Sie die Antworten auf alle diese 4 Fragen gehört haben, dann käme in der motivierenden Gesprächsführung eine Zusammenfassung, ein Resümee. Wir selbst fassen noch einmal zusammen, was unser Gesprächspartner alles an Argumenten genannt wird. Der Patient, unser Gesprächspartner, hat es also selbst gehört, als er es selbst formuliert hat. Und jetzt hört er es noch einmal als Zusammenfassung von uns. Und jetzt kommt die 5. Frage, die MI-Kernfrage sozusagen. Was glauben Sie? Was werden Sie jetzt tun?
Wir haben es also hier wieder geschafft, dem Korrekturreflex zu widerstehen, unserem Patienten zu sagen, was gut für ihn wäre. Stattdessen haben wir ihn zum Nachdenken angeregt. Wir haben ihm zusammengefasst, was er selbst gesagt hat. Und wir haben angeregt, dass er sich überlegt, was er aufgrund dieses Gespräches jetzt wohl tun wird. Gut möglich, dass unser Gesprächspartner jetzt tatsächlich ins Handeln kommt oder zumindest konkreter über eine Veränderung nachdenkt. In jedem Fall haben wir es geschafft, dass unser Patient sich nicht verärgert fühlt oder abgewiesen fühlt, nicht wahrgenommen fühlt. Wir haben ihn dabei begleitet, wie er selbst noch einmal die guten Argumente für die Veränderung reflektiert. Miller und Rollnick haben ganz systematisch in Studien Patienten diese Fragen gestellt und anschließend nachgefragt, wie sie das Gespräch erlebt haben. Sie fühlten sich beteiligt, kooperativ, dass das Gespräch auf Augenhöhe stattgefunden hat. Sie haben sich bestärkt, hoffnungsfroh und optimistisch gezeigt. Sie fühlten sich akzeptiert und respektiert. Sie fühlten sich verstanden, verbunden und gehört. Jetzt habe ich Ihnen zwei Möglichkeiten vorgeschlagen, wie man reagieren kann, wenn ein Patient, wenn ein Gesprächspartner uns von einem Problem oder von einer möglichen Veränderung erzählt. Und Sie können vielleicht überlegen, mit welchem der beiden Gesprächspartner Sie am ehesten weiter über ein Problem und über eine Veränderung sprechen möchten. Und mit welchem Gesprächspartner würden Sie lieber weiter zusammenarbeiten? Mit einem, der eher mit Abwehr reagiert und eher ständige Gegenargumente liefert? Oder jemanden, mit dem Sie weiter über das Gespräch führen können, mit dem Sie weiter anregen können, dass er sich selbst Gedanken über die Veränderung macht? Diese Vorgehensweise ist nicht wirklich motivierende Gesprächsführung. Es ist MI-Light. Es ist ein Vorgeschmack, ein kleiner Appetizer, eine kleine Möglichkeit, kennenzulernen, wie motivierende Gesprächsführung sich anfühlt. Und wenn Sie das anspricht und wenn Sie mehr über motivierende Gesprächsführung kennenlernen möchten, dann gibt es dazu mehrere Möglichkeiten. Die erste natürlich, schauen Sie sich hier in meinem Kanal um, lassen Sie einen Daumen hoch da, aktivieren Sie die Glocke und natürlich abonnieren. Und dann kann ich Ihnen auch wärmstens das Buch von Miller und Rollnick zu motivierender Gesprächsführung empfehlen. Und wenn Sie etwas tiefer einsteigen möchten, dann schauen Sie sich auch mi-kurs.de, meinen Online-Kurs zu motivierender Gesprächsführung an, wo wir über alle Prozessschritte der motivierenden Gesprächsführung sprechen, wo wir viele konkrete Beispiele kennenlernen, wie man motivierende Gesprächsführung in der ärztlichen alltäglichen Praxis anwenden kann. Okay. Fassen wir zusammen, was Sie als nächstes tun könnten. Sie könnten es in Ihrem nächsten Gespräch selbst einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, das könnten Sie machen, Daumen hoch da lassen. Sie können sich das Buch anschauen und den Online-Kurs zu motivierender Gesprächsführung und vielleicht sogar unter dieses Video einen Kommentar schreiben. Viele Möglichkeiten und mir bleibt zum Schluss nur noch eine Frage. Was glauben Sie? Was werden Sie jetzt tun? Ich sehe Sie beim nächsten Mal. Bis dann.